Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen durchgefrorenen Studio für euch mit einem neuen spannenden Thema. Und zwar geht es heute mal wieder um die Langzeitspeicherung von elektrischer Energie. Das haben wir uns ja schon mal angeschaut, so ein bisschen, wie das aussieht und wie schwierig das letzten Endes ist. Letztens haben wir ja auch gerade erst über Autarkie gerade und so weiter gesprochen, ja, und auch da festgestellt, eine hohe Autarkie mit Batteriespeichern ist alles schön und gut, aber was eigentlich immer fehlt bei jeder Photovoltaikanlage, ist eben ein entsprechender Langzeit- oder Saisonspeicher, um praktisch Überschussenergie, die ich im Sommer zwangsläufig einspeise ins Netz oder die sogar abgeriegelt wird, in einem entsprechenden Saisonspeicher zu speichern, um sie dann letzten Endes im Winter zu nutzen. Und ja, die Ideen, die wir da ja so hatten für Langzeitspeicher, ich hatte ja schon einige Videos dazu gemacht, die waren ja so mittelmäßig optimal, aber es gibt natürlich noch eine Sache, da haben wir uns schon mal mit befasst, aber noch nicht so im Detail, nämlich den Wasserstoff. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, wie könnte der Wasserstoff die Antwort auf dieses Problem darstellen, ja, auch an einem praktischen Beispiel. Und wir gehen natürlich auch mal drauf ein, was sind also die grundsätzlichen Probleme, die so ein Saisonspeicher am Ende des Tages lösen muss. Ja, wie sieht das denn jetzt aus mit unseren Photovoltaikanlagen bezüglich der Erzeugung, ja, des Verbrauchs und der Speicherung von elektrischer Energie? Da haben wir nämlich mal so grundsätzlich ein Problem, dass das nämlich alles irgendwie aufeinander abgestimmt werden muss. Ich habe auf der einen Seite natürlich meinen Verbrauch, das heißt über den Tag habe ich gewisse Spitzen, wo ich Energie benötige, und das gleiche natürlich bei regenerativen Energien, das wissen wir ja auch, da ist die Erzeugung natürlich erstmal nicht von unserer Laune abhängig, sondern da müssen wir uns so ein bisschen an den Naturgewalten richten. Die Photovoltaikanlage erzeugt nun mal nur dann Energie, wenn auch die Sonne da drauf scheint im entsprechenden Maße. Nachts geht da schon mal gar nichts, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, aber vor allen Dingen auch so über diese trüben Wintertage kommt da meistens auch nicht wahnsinnig viel bei rum. So ein bisschen helfen kann dann eben die Windenergie, die natürlich zumindest schon mal nachts etwas liefern kann und auch eventuell im Winter und so weiter, ja, aber auch die Windenergie ist natürlich sehr unstetig und auch wiederum sehr standortabhängig, wie das Ganze dann so funktioniert. Also egal, wie du es zusammenstellst, es ist eben nicht möglich, mal eben so ohne weiteres mit Photovoltaik und Windenergie eine 100% Abdeckung deines Verbrauchs zu generieren, wie auch immer. Ja. Und deswegen braucht man immer einen Speicher. Man muss immer die Energie irgendwie zwischenspeichern. In dem Moment, wo ich sie erzeuge, wo sie zur Verfügung steht, ich sie aber nicht benötige, dann muss ich sie in einen Speicher packen und in anderen Minuten, anderen Stunden des Tages, da habe ich es genau andersrum, da brauche ich die Energie, da wird es aber gerade nicht in dem Maße erzeugt, ja, dann kann ich sie eben aus diesem Speicher wieder entnehmen. Das weiß jeder, der eine Photovoltaikanlage mit entsprechendem Batteriespeicher betreibt, das funktioniert ziemlich gut. Sind wir ja auch letztes Mal im Video zu den Eigenverbrauch und Autarkiegraden, kann ich mal hier verlinken, auch so ein bisschen durchgegangen, wie eben so ein Batteriespeicher genau das ja leistet bei euch. Problematisch wird das Ganze natürlich, wenn das Wetter mal so ein bisschen schlechter wird, weil so ein Batteriespeicher dann natürlich, der füllt sich ja nicht von selber. Ja? Also da muss natürlich schon irgendwie Energie erst erzeugt werden. Und wenn du erstmal ein, zwei, drei Tage schlechtes Wetter hattest, dein Verbrauch aber vielleicht sogar gestiegen ist, weil du zum Winter hin dann deine Wärmepumpe anschmeißt und die eben dann auch noch heizen muss, was natürlich den Energieverbrauch extrem erhöht, dann kann es eben schon sein, dass du dann über ein, zwei Tage, irgendwann ist der Batteriespeicher leer und dann hast du natürlich auch nicht mehr viel von, vor allem wenn du tagsüber dann auch nicht mehr genug Energie erzeugst, auf Grundlage des schlechten Wetters, um den auch wieder aufzufüllen und noch nicht mal deinen normalen Verbrauch wieder deckst. So, und das ist dann genau der Moment, wo man letzten Endes einen weiteren Speicher braucht, nämlich den sogenannten Saison- oder Langzeitspeicher. Ja, diese Langzeitspeicher, die werden nämlich jetzt benötigt, um diese Lücke zur tatsächlichen Autarkie teilweise oder vielleicht sogar ganz füllen zu können. Ich kann mal hier so ein Diagramm einblenden, wie so eine typische Jahreserzeugung von einer Photovoltaikanlage aussieht. Der Kurvenverlauf ist dabei wichtig, wenn man sich das anschaut. Man hat immer über den Sommer immer Überproduktion und man sieht es ja auch hier sehr schön so ab November, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie der Oktober ist. Mal ist der Oktober gut, mal ist der Oktober schlecht, aber spätestens November, Dezember, Januar und auch der Februar sind halt Monate, da ist nicht viel los mit Photovoltaik. Ja? Und der März ist dann wieder so ein Monat, wo man dann schauen kann, der kann gut und kann halt auch wieder schlecht sein. Aber eben über diese mindestens 4 Monate, sagen wir mal, also von November bis Februar, das sind 4 Monate, die wir irgendwie in Anführungszeichen überbrücken müssen. Da kommt zwar natürlich immer so ein paar Elektronen, kommen da vom Dach, ja.
aber das reicht eben nicht, um deinen Verbrauch tatsächlich zu decken, weil da auch mit Batteriespeicher kommen wir auf das Problem, was ich eben meinte, wenn du tagsüber nicht genug erzeugst, dann kannst du auch abends davon nichts nutzen, weil der Batteriespeicher sich eben nicht magic-mäßig auffüllt. Das ist einfach so, ja. Und was man dafür braucht, ist nun mal ein entsprechender Saisonspeicher, der letzten Endes genau für diese 4 Monate, die wir gerade genannt haben, genau diese Menge an Energie speichert, die ich da jetzt im Prinzip als Fehlmenge habe und entsprechend brauche. Das ist natürlich jetzt auch klar, da reden wir natürlich über ganz andere Speicherkapazitäten. Ne? Das sind also jetzt nicht wie bei Batteriespeichern üblich vielleicht 1, 2, 5 oder 10 Kilowattstunden, sondern da geht es schon in den vierstelligen Bereich. Wir brauchen also mindestens 1000 bis, naja, keine Ahnung, kommt halt immer auf den Einzelnen an, aber irgendwo so 1000 bis 2000 Kilowattstunden sollte sie in Saisonspeicher natürlich schon speichern können. Ja? Mit Option auf mehr idealerweise. Die Anforderungen sind natürlich auch ein bisschen anders bei solchen Saisonspeichern. Die Umwandlungsverluste sind eine Geschichte. Letzten Endes, die elektrische Energie wird ja immer in irgendwas umgewandelt. Ne? Und mein Speichermedium, wie ich da jetzt die Umwandlung vornehme, das ist meistens auch sehr verlustbehaftet. Aber was viel wichtiger ist eigentlich, dass ich keine Langzeitverluste habe in meinem Speicher. Das heißt, wenn ich mein Medium, also wenn ich meinen Strom einmal umgewandelt habe in etwas anderes, in mein Speichermedium, dann muss es eben sein, dass das dann auch egal ist, ob ich das einen Tag, 5 Tage, 10 Monate oder 8 Jahre speichere. Das muss dann letztendlich egal sein. Ne? Das macht letztendlich einen guten Langzeitspeicher aus. Und das ist eben der Punkt, wo Batterien raus sind. Ne? Zum einen sind Batterien viel zu teuer. Wenn du mehrere tausend Kilowattstunden brauchst, du brauchst da gar nicht drüber nachdenken, vom preislichen her. Und sie sind letztendlich auch nicht in der Lage, jetzt elektrische Energie so lange dann zu speichern. Dafür wären einfach die Verluste viel zu groß. Und ich hatte da ja auch schon mal diese 2 Gedankenexperimente vorgestellt mit dem Druckspeicherkraftwerk, also die Energie in Druckluftflaschen zu speichern. Dabei ist ja auch rausgekommen, das wäre ein kompaktes System, aber mit extrem hohen Verlusten in der Umwandlung, was es halt megamäßig schlechten Wirkungsgrad danach herausbringt. Oder alternativ ein Pumpspeicherkraftwerk, wo es genau das andersrum ist, ne? Wo wir halt eine Riesenfläche, Riesenmassen bräuchten, aber dadurch eben relativ günstig das Ganze mit hohen Wirkungsgraden tatsächlich laufen lassen können. Ne? Aber auch bei, haben wir festgestellt, beides ist jetzt nichts für den Hausgebrauch, ne? Also für den Häuslebauer, da brauchst du jetzt nicht im neuesten Pumpspeicherkatalog gucken, da ist nichts bei. Ne? Und jetzt kommen wir nämlich zu der interessanten Geschichte, den Wasserstoff. Der Wasserstoff ist ja auch eine Möglichkeit als Energieträger, ne? Vor allen Dingen, weil ich den relativ einfach erzeugen kann. Ich kann den relativ gut wieder umwandeln, also die Umwandlung zwischen Wasser zu Wasserstoff und Wasserstoff zurück zu Wasser, ist relativ gut möglich und auch gar nicht mal so, ja, nicht so groß, ne, sage ich mal jetzt von den Maßen her. Und auch die Wirkungsgrade halten sich da halbwegs in Grenzen, dass das Ganze gut funktioniert. Das wäre jetzt die dritte Möglichkeit, jetzt fernab von den Gedankenexperimenten, wie man tatsächlich einen saisonalen Speicher aufbauen kann und wie das vor allen Dingen heute auch schon funktioniert. Ja, und so kommen wir dann zu unserem Langzeitspeicher mit Wasserstoff. Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Methode. Das ist auch nichts Neues, Freunde. Ja? Also ich habe vor ungefähr 20 Jahren meine Diplomarbeit gemacht in einem Labor für Brennstoffzellentechnik. Und da haben wir schon zu der Zeit, haben wir schon Wasserstoff, in dem Fall waren es Metallhydridspeicher, abgespeichert zur Verwendung eben, um damit Brennstoffzellen in mobilen Bereichen zu betreiben. Ja? Das war also auch damals schon kalter Kaffee. Das ist absolut keine Hightech und nichts Neues mehr, ne? Weil manche glauben immer noch, das wurde gestern erst irgendwo aus der Schublade geholt. Jedenfalls ist das schon immer eine sehr interessante Geschichte gewesen. Auch Brennstoffzellen an für sich sind durchaus eine interessante Geschichte, um eben Energie, elektrische Energie umzuwandeln in den Wasserstoff und eben andersrum. Also naja, ich weiß, der Elektrolyseur macht das Umwandeln in Wasserstoff, aber egal. Jedenfalls die Brennstoffzelle arbeitet ja dann mit dem Wasserstoff und wandelt das Ganze wieder um in elektrische Energie und Wärme vor allen Dingen. Und das macht das Ganze vor allen Dingen ziemlich interessant, weil diese Wärme, die dabei entsteht, das ist in einem Bereich, in einem Temperaturbereich, wo das durchaus interessant ist, auch für ein Haus. Und wenn ich jetzt über die Langzeitspeicherung rede, dann bedeutet das ja eigentlich vom Ablauf her, um sich das mal vorzustellen, ich habe jetzt im Sommer meine Überschussenergie. Mit der Überschussenergie, die ich habe, speise ich natürlich meinen Batteriespeicher, um eben meinen täglichen, stündlichen und so weiter Ausgleich hinzubekommen. Und die noch weiter Überschussenergie, die speise ich dann in meine Brennstoffzelle bzw. den Elektrolyseur. Wandle dann diese Energie um in Wasserstoff und speichere den Wasserstoff in einfachen Wasserstoffdruckflaschen. So, und das passiert jetzt den ganzen Sommer über. Und über den Winter, wenn ich ja auch meine Heizung anschmeißen muss und meine Wärmepumpe braucht ja nun mal immer mehr Energie,
Je größerer Temperaturhub ist. Und da wird es interessant. Jetzt brauche ich ja sowieso Energie aus meinen Wasserstofftanks. Das heißt, ich kehre den Prozess um. Ich habe jetzt meine Wasserstofftanks. Die speisen jetzt meine Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle kombiniert dann wieder den Wasserstoff mit der Umgebungsluft zu Wasser und elektrischem Strom und gleichzeitig wird dabei auch noch Wärme frei. Das heißt, ich kann elektrischen Strom kann ich dann verwenden, um letzten Endes mein Gesamtenergiesystem zu stützen. Ich kann dann also die mit eben dem erzeugten Strom plus eventuell das, was vielleicht tagsüber von der Photovoltaikanlage gekommen ist oder eben auch nicht, kann das Ganze aber auch wieder mit dem Batteriespeicher dann kurzzeitig kombinieren, sodass vielleicht die Brennstoffzelle dann den Batteriespeicher auflädt, um kurzzeitige Spitzen abzufangen, weil so eine Brennstoffzelle hat nämlich nur so 1,5 kW oder so. Und da kommst du in so einem Haushalt ja schnell dran. Ne? Wenn die Kinder Playstation spielen, Papa ist noch mit dem PC am Gange und Mutti ist am Kochen oder was auch immer, dann kommst du sehr schnell über 1,5 kW Leistung. Das heißt, da muss die Brennstoffzelle natürlich auch ein bisschen Energie in der Batterie gespeichert haben, um auch da wieder diese Spitzen abdecken zu können, wenn man schon 100% Autarkie möchte. Aber das funktioniert alles. Und die dabei entstehende Wärme unterstützt dann ja auch noch mein Heizungssystem. Das heißt, meine Wärmepumpe braucht dann weniger Energie. Das läuft dann also auch auf einen, naja, mittelmäßig oder verhältnismäßig guten Wirkungsgrad hinaus. Das ist ja immer das Problem. Und bei so einem Brennstoffzellensystem muss man sich das mit den Wirkungsgraden so vorstellen. Ich habe einmal den Wirkungsgrad vom Elektrolyseur, wenn ich jetzt starte, der liegt so bei 50-60% vielleicht. Dann brauche ich noch so 15% Energie, die geht verloren, weil ich ja das Gas auch verdichten muss. Also der ganze Speicherprozess in der Druckflasche benötigt ja etwas Energie fürs Verdichten etc. Da gehen 15% bei verloren. So, und dann, wenn ich jetzt dann speichern, ist dann vollkommen egal, das Ganze 10 Jahre in den Flaschen lassen, spielt gar keine Rolle. Wenn du dann jedenfalls das Gas wieder rauslässt, in die Brennstoffzelle jagst, dann hast du wieder so ungefähr 50% an Umwandlungsverlusten. So dass du also sagen kannst, dieser Gesamtprozess, da bleibt am Ende von der eingespeisten Energie aus der Photovoltaikanlage, bis du sie wieder rausholst, bleiben etwa 25% übrig. Allerdings kannst du natürlich dann die Abwärme auch noch nutzen. Wenn man das dann zum Gesamtenergiegrad hinzufügt, ist das natürlich ein bisschen besser, als wenn du jetzt diese Abwärme nicht hättest. Und was daran tatsächlich so cool ist, das funktioniert bereits heute und zwar auch schon in einigen Häusern laufen solche Systeme. Ich hatte da schon mal vor einiger Zeit ein Video zu gemacht, deswegen das möchte ich hier nur einmal kurz als Beispiel nehmen. Wer sich da näher für interessiert, der kann mal gucken, das geht hier um die Piquea. Ne? Die Piquea ist nämlich genau so eine Brennstoffzellenheizung bzw. so ein Brennstoffzellensystem für die autarke Energieversorgung von einem Haus. Und die Firma, die diese Piquea herstellt, die haben ja nun auch schon in einigen Häusern das verbaut. Die sammeln da fleißig Felderfahrung mit, machen das auch schon seit ein paar Jahren. Und das funktioniert, Leute. So ein Brennstoffzellensystem, das liegt so im Bereich 100.000 bis 120.000 Euro, ohne die Photovoltaikanlage, die dafür dann logischerweise auch noch benötigt wird. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen skaliert, um mal so eine Vorstellung dafür zu kriegen, wie das bei Piquea funktioniert, also jetzt bei denen, ich nehme jetzt Piquea nur als Beispiel für ein echtes real existierendes Brennstoffzellensystem. Die sind so ausgelegt für so Jahresverbräuche von 6.000 Kilowattstunden, ne, und weniger. Ne. 6.000 Kilowattstunden ist so das ungefähre Maximum, was die erzeugen können oder handeln können, sagen wir es mal so. So, das heißt also, wir reden da schon über Neubaubereich im also Passivhaus oder Niedrigstenergiehaus. Ne. 6.000 Kilowattstunden inklusive Wärmepumpenstrom, das ist nicht so wahnsinnig viel. Das sollte einem klar sein. Ne, so. Aber man kann es natürlich in gewissen Größen noch skalieren. Jedenfalls 6.000 Kilowattstunden. Dann brauchst du, um das ganze System autark oder so gut wie autark laufen zu lassen, schon mal so eine 17 bis 20 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage. Den Platz musst du natürlich auch mal haben. Damit geht es schon los, wer natürlich jetzt nicht die nötigen Dachflächen zur Verfügung hat, um eben 17 bis 20 Kilowatt Peak zu installieren, da geht natürlich die Autarkie schon mal direkt runter, weil du wahrscheinlich dann über den Sommer gar nicht genug Energie erzeugen kannst. So, das ist schon mal das Erste. Jedenfalls, das ist dann die Photovoltaikanlage. Dann brauchst du immer einen Batteriespeicher, habe ich ja eben auch schon gesagt. Entweder um natürlich generell deinen täglichen, stündlichen und so weiter die kleinen Schwankungen auszugleichen, aber auch, weil die Brennstoffzelle nur 1,5 kW leisten kann. Und wenn du mehr verbrauchst, dann klappt das nicht. Das heißt, auch da, die Brennstoffzelle muss natürlich auch den Batteriespeicher als Puffer benutzen, um eben kurzzeitige Schwankungen ausgleichen zu können. Und die Batterie wird da empfohlen mit 20 Kilowattstunden. Das ist also auch keine kleine Batterie, muss man sagen, die zu so einem System mit dazugehört. Naja, und dann letzten Endes brauchst du dann natürlich den entsprechenden Wasserstofftank. Ne, das gibt es bei Piquea, das sind dann so Flaschen-Arrays, nenne ich es mal, ne, wo du dann unterschiedliche Druckflaschen hast. Das sind ganz normale Druckflaschen, also auch nichts Besonderes.
Die speichern dann also jetzt bei diesem System für 6000 Kilowattstunden pro Jahr so etwa 1500 Kilowattstunden. Aber naja, speichere das mal in Batterien. Ne? Also 1500 Kilowattstunden, finde ich, ist schon eine Ansage. Naja, und mit diesem System ist es dann eben möglich, so ein Haus mit entsprechenden Bedarfen, wenn das Ganze dann auch angeschlossen wird an die entsprechende Heizungsanlage, um die Abwärme zu nutzen und so weiter, so gut wie autark zu betreiben. Ja, und dann zum Abschluss noch eine kleine Zusammenfassung und Fazit von meiner Seite. Aber zuerst noch ein dickes Dankeschön an alle Zuschauer da draußen, die mein letztes Video geschaut haben und einen Kommentar und oder wahlweise auch ein Like dagelassen haben. Ich kann euch sagen, das funktioniert tatsächlich. Ich sehe es in meinen Statistiken. Diese Videos, die ihr etwas mehr kommentiert und etwas mehr liked, die werden tatsächlich vom Algorithmus ein bisschen besser angenommen. Ja, und das ist wirklich eine große Hilfe. Das kann ich euch sagen. Deswegen ein großes, dickes Dankeschön dafür. Auch wer sich zum Beispiel jetzt noch mal kurzfristig entscheidet, den Kanal zu abonnieren. Auch da kann ich wieder nur sagen, das unterstützt mich wirklich sehr und deswegen danke ich da auch. So, jedenfalls, ja, haben wir gerade festgestellt, wer also so Energiespeicherung in die eigene Hand nehmen möchte, ja, das ist immer ein teurer Luxus. Das muss man einfach sagen, jetzt die Batteriespeicher als Kurzzeitspeicher, wissen wir ja, ist ja schon auf der einen Seite relativ teuer. Aber ein System für eine Langzeit- oder Saisonspeicherung zu besitzen, das macht die Sache nochmal ein ganzes Stück teurer, um dann letztendlich die Autarkie von 70-80% in Richtung 90-95% oder sogar 100% zu bringen. Meiner Meinung nach wird das Ganze auch so im privaten, also im Hausbereich, auf der Ebene, in diesen Dimensionen, wird das Ganze auch eher eine Nische bleiben. Ja, natürlich einige wenige, die sich das auch leisten können, die werden sich so eine Anlage verbauen, was ja auch cool ist. Letzten Endes muss ich ja, ist ja schon irgendwie geil. Aber das ist halt, wenn man sich das wirklich mal durchrechnet, wie gesagt, in dem Piquea-Video habe ich das auch mal durchgerechnet. Wenn man aufs Geld schauen muss, dann stellt man relativ schnell fest, das wird nichts. Selbst bei den momentan so gestiegenen Energiepreisen ist das alles noch unter ferner Liefen. Ja? Aber eigentlich, was daran interessant ist, das ist aus meiner Sicht jetzt als Ingenieur, ne, für mich, dass das funktioniert, Leute. Es ist vom Prinzip her genau richtig. Und da wird es interessant, weil wenn man sich das jetzt mal in etwas anderen Dimension vorstellt. Jetzt nehmen wir ein Wohngebiet und wir bauen das Ganze als sogenannte Quartierslösung für ein Wohngebiet. Da haben wir jetzt also 20 Häuser, 100 Häuser, spielt ja keine Rolle, vielleicht auch ein ganzes Dorf, was ich als Quartier bezeichne, nehme eine entsprechend dimensionierte Brennstoffzelle als zentrale Energiezentrale, wenn man so möchte, dazu eben noch einen entsprechend dimensionierten Wasserstoffspeicher und packe eben dann auf jedes angeschlossene Haus eine Photovoltaikanlage. Vielleicht teilen sich ja dann die eigenen, die Wohnhäuser auch noch ein, zwei Windräder, ne? Was ja auch noch möglich wäre, um nochmal zusätzlich Energie zu erzeugen. Und ja, dann teilen die sich letzten Endes natürlich die Energieerzeugung und auch den Verbrauch als Quartier. Und das ist interessant, weil je mehr ich jetzt unter ein Haus, unter eine Brennstoffzelle packe, desto mehr gleichen sich auch unterschiedliche Erzeugungs- und Verbrauchsprofile aus. Ne? Der eine ist auf Nachtschicht, ne? Der andere braucht eher Morgenstrom, der andere braucht eher Mittagsstrom. Ja? Dadurch hast du schon mal eine natürliche Mittelung von dem Ganzen, hast nicht so viele Spitzen drin. Ne? Und durch die Dimensionierung der Anlage ist das tatsächlich möglich. Ja, und damit könnte man auf jeden Fall einen signifikanten Anteil für solche entsprechenden Quartiere selber erzeugen. Natürlich nicht in Richtung 100% Autarkie, wobei auch das bei entsprechenden, sag ich mal, Möglichkeiten für Sonne und Wind auch nicht unmöglich wäre. Ne? Das wie gesagt, weil ich eben mit dem Wasserstoff die Energie auch über längere Zeit speichern kann. Und den Wasserstoff kann ich auch transportieren. Das heißt, auch da gäbe es durchaus Möglichkeiten, wenn ich jetzt mehrere Quartiere habe, das untereinander auszutauschen, ne, als Energieträger. Ne? Und dadurch natürlich dann auch so eine, ich nenne es mal, zentrale Energieproduktion, wie in einem Kernkraftwerk oder naja, ein Kohlekraftwerk oder noch schlimmer ein Gaskraftwerk, ne? Um sowas eben dann eher zu entlasten und dann wirklich nur noch so als absolute Grundversorgung für die paar Terawattstunden im Jahr, die dann eben doch noch irgendwo anders benötigt werden. Also das ist also, ich sag mal so von der Idee her, ist das schon ziemlich cool. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze so läuft. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da noch irgendwelche Ideen und oder Meinungen zu habt. Ist für euch vielleicht Wasserstoff nicht so der Energieträger? Habt ihr andere Ideen? Wie könnte man elektrischen Strom möglichst sinnvoll in einem anderen Energieträger speichern? Könnte vielleicht ja auch das ein oder andere interessante Zusatzthema noch bei rauskommen. Jedenfalls danke ich euch an der Stelle wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.